hoffe, überzeugt seid ihr schon, sonst wärt ihr heute nicht hier. Liebe Freundinnen und Freunde, schaut raus, die Sonne scheint. Wir wären, glaube ich, alle gerne draußen. Vögel zwitschern, in der Sonne liegen, Spielplatz, Eis essen, was auch immer. Stattdessen, wir sitzen hier und machen unseren Parteitag. Stundenlang. Umso dankbarer bin ich euch allen, dass ihr hier seid, denn es zeigt, ihr seid motiviert, ihr seid dabei und das ist gut so, denn es gibt eine Menge zu tun für uns. Berlin grünt, das ist unser Motto. Und das gilt für die Natur da draußen genauso wie für die Berliner Politik. Berlin grünt bei der Verkehrswende, Berlin grünt beim Kohleausstieg und Berlin grünt beim Klimastadtwerk. Berlin grünt auch als Wirtschaftsstandort, beim Handwerk und beim nachhaltigen Tourismus, in der Antidiskriminierung, in der Justiz. Berlin grünt beim Tierschutz und Berlin grünt beim Kampf gegen den Mietenwahnsinn. Ich habe in den Wetterbericht geschaut. Auch der Rest der Republik wird immer grüner. Der Frühling kommt. Von der Politik im Rest der Republik kann man das leider nicht sagen. Es ist noch keine 6 Wochen her. Da wurde diese neue Bundesregierung ernannt. Aber von Frühling, von Aufbruch, nichts zu spüren. Stattdessen Winterschlaf. Vielen von euch wird es gehen wie mir. Ich habe zu dieser Bundesregierung gemischte Gefühle. Ja, es ist gut, dass wir wieder eine Bundesregierung haben. Ich bin schon froh, dass ich hier nicht stehen und mit euch eine Neuwahl planen muss. Und ich bin froh, dass im Bundestag endlich wieder gearbeitet wird. Renate, danke. Und alle anderen Bundestagsabgeordneten, danke für euren Job. Super, dass ihr endlich wieder arbeiten könnt. Und wir wissen, es gibt so vieles zu tun, da ist kein Aufschub möglich. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, saubere Mobilität, Integration der Geflüchteten. Jede und jeder von euch könnte diese Liste ewig fortsetzen. Aber ganz ehrlich, ob wir nun eine Regierung da haben oder nicht, gerade bei diesen Themen tut sich so gut wie nichts. Ich weiß, die Verhandlungen der GroKo waren nicht einfach. Und ich weiß auch, es ist einfach, jetzt als Opposition überall da drauf zu hauen, wo wir denken, das ist nicht genug oder das ist zu viel. Wir sind es unseren Wählerinnen und Wählern und wir sind es in allen Menschen in diesem Land aber schuldig, konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten. Nicht einfach nur blind zu kritisieren, sondern wirklich konstruktiv mitzumachen. Und das haben unsere Bundesvorsitzenden zugesagt und ich will das für uns Berliner Bündnisgrüne unterstreichen. Dieses Land, unsere Demokratie, ganz Europa stehen vor großen Herausforderungen. Und wir werden nicht zusehen und wir werden uns nicht wegducken und wir werden auch nicht aus der letzten Reihe pöbeln, wenn uns was nicht passt. Wir wollen konstruktiv gemeinsam mit allen anderen demokratischen Parteien in diesem Land dafür sorgen, dass wir beim Klimaschutz, bei der sozialen Gerechtigkeit, bei der Integration und bei all diesen anderen wichtigen Themen endlich vorankommen. Nicht umsonst hält uns die Mehrheit der Menschen in diesem Land für die fähigste Oppositionskraft. Wir meckern nicht, wir machen. Und ja, ich bin froh, dass wir eine Regierung haben, aber ich bin auch enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass es keine grüne Regierungsbeteiligung gibt. Denn wenn man sich eben genau diese Themenfelder anschaut, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Integration, dann merkt man doch, wie dringend nötig da eine grüne Handschrift gewesen wäre. So sehr ich mich über den Frühling da draußen freue, so sehr ich mich freue, dass das Gras wieder grüner wird. Wenn wir bald am Nordpol auch das Gras wachsen sehen, dann haben wir ein echtes Problem. Unser CO2-Budget für dieses Jahr ist längst aufgebraucht, aber wir machen einfach fröhlich weiter. Nach uns die Sintflut. Sorry, liebe GroKo, das ist nicht das, was wir von Politik erwarten, das ist nicht das, wie wir bündnisgrüne Politik machen und das ist auch nicht das, was wir von euch erwarten. Jamaika wäre, wenn es denn zustande gekommen wäre, sicher nicht einfach gewesen. Und ich hätte auch gern schneller mehr Kohlekraftwerke abgeschaltet, als das mit CDU, CSU und FDP zu machen war. Aber wir hätten doch immerhin ein paar abgeschaltet und nicht diesen klimapolitischen Dornröschenschlaf der GroKo weitergeträumt. Und dass das geht, wenn man nur wirklich will, das machen wir in Berlin vor. Braunkohle abgeschaltet, Steinkohleausstieg beschlossen. Von Bundesebene kommt nichts, also machen wir es eben in Berlin von unten. Applaus
gemeinsam mit allen anderen grün mitregierten Ländern werden wir die GroKo beim Thema Klimaschutz vor uns hertreiben. Wie gesagt, nicht, weil wir so einen Spaß daran haben, aus der Opposition zu stänkern, sondern weil wir es den Menschen in diesem Land schuldig sind. Weil wir es den Menschen in den Ländern, in denen der Klimaschutz schon so viel stärker zu spüren ist, schuldig sind. Und weil wir es verdammt nochmal unseren Kindern und Enkeln schuldig sind. Und nicht nur beim Thema Klima, auch beim Thema Geflüchtete. Da hat Jamaika sehr gerungen. Und ja, das wäre nicht das grüne Wahlprogramm, was da am Ende rausgekommen wäre. Aber es war immer klar, beim Thema Familiennachzug, da ziehen wir eine rote Linie. Und dass es der SPD nicht gelungen ist, diese Linie genauso zu definieren, das enttäuscht mich. Aber ehrlich gesagt, ob ich enttäuscht bin oder nicht, ist in dem Fall vollkommen egal. Aber was ist mit dem Vater, der unter widrigsten Umständen übers Mittelmeer gekommen ist, schweren Herzens seine Frau und seine Kinder zurückgelassen hat, in der Hoffnung, es nach Deutschland zu schaffen und sie dann nachholen zu können? Der steht jetzt da. Der sieht die Bilder der toten Kinder in Douma, Schaum vorm Mund, vom Giftgasangriff, und der betet, dass seine Kinder nicht dabei sind. Was soll ich dem eigentlich sagen, warum es in unserem reichen Land nicht möglich ist, dass wir seinen Kindern und seiner Familie Sicherheit bieten? Weil eine ach so christliche Partei lieber am rechten Rand fischt, als sich auf ihre Grundwerte zu besinnen, das kann ich ihm doch nicht ernsthaft erklären. Und dann stehe ich einfach nur da und schäme mich in Grund und Boden für meine Landsleute hier. Und dann noch die Facebook-Kommentare von den ganz besonders Schlauen. Was lässt er seine Kinder auch dort zurück? Selber schuld. Aber als der zweijährige Aylan Kurdi an einen türkischen Strand gespült wurde, ertrunken, weil seine Eltern versucht haben, ihn und seinen Bruder in Sicherheit zu bringen, da haben dieselben schlauen Leute gesagt, was nimmt er seine Kinder auch mit auf so ein Schlauchboot? Leute, was für ein Zynismus! Und so schrecklich der Krieg in Syrien ist, sprachlos machen mich diese Leute, die hier auf ihrem Sofa in Sicherheit wissen, die noch nie Krieg erlebt haben, die meinen, urteilen zu können, ob Eltern das Richtige tun, wenn sie versuchen, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Wie herzlos kann man eigentlich sein? Und deshalb, liebe CDU/CSU, liebe SPD, ich bin nicht bereit, wir Grüne sind nicht bereit, und niemand hier in diesem Saal ist bereit, noch einem einzigen Vater zu sagen, dass wir leider noch ein bisschen organisieren müssen und dass deshalb noch ein paar Monate keiner nachkommen kann. Ein paar Monate, wenn jeder Tag tödlich sein kann. Wir sind nicht bereit, noch einem einzigen Sohn oder einer einzigen Tochter zu sagen, dass wir dann ab Juli leider erstmal nur ein paar Leute nachholen können und dass ihre Eltern vielleicht einfach mal Pech gehabt haben. Lieber Herr Seehofer, liebe CDU/CSU, liebe SPD, besinnt euch endlich wieder auf die Grundwerte eurer Parteien. Und wenn das zu kompliziert ist, besinnt euch auf christliche Grundwerte, besinnt euch auf humanistische Grundwerte, besinnt euch einfach auf eure Menschlichkeit und lasst endlich Familien wieder zusammen in Sicherheit leben. Wir nutzen deshalb alle Möglichkeiten, die wir als Bundesland haben, um doch möglichst vielen Familien Sicherheit zu bieten und möglichst viele Familien zusammenzuführen. Die Landesprogramme für die Familien von Syrern und Irakern sind die einzige Möglichkeit dazu derzeit. Deshalb bauen wir hier Hürden ab. Wir wollen zum Beispiel die nötige Bürgschaftsverpflichtung von 5 auf 2 Jahre senken. So haben Hamburg und Thüringen es auch schon gemacht. Aber nicht nur beim Thema Familiennachzug. Nicht nur beim Familiennachzug versuchen wir, die Versäumnisse der Großen Koalition auszugleichen. Auch beim Thema soziale Gerechtigkeit gehen wir hier grundsätzlich anders vor. In einer Stadt, in der fast jedes dritte Kind von Hartz IV lebt, da wissen wir, was es bedeutet, von Hartz IV zu leben. Und ich freue mich ja, dass die neue Familienministerin das auch weiß. Vielleicht kann die den Herrn Gesundheitsminister mal an die Hand nehmen, ihn durch Berlin führen und ihm ein bisschen die Welt erklären. Thank you.
Ich freue mich, dass bei unserem Koalitionspartner hier in Berlin das Thema Grundsicherung und Grundeinkommen so engagiert debattiert wird. Aber ich finde, dann sollten wir auch ehrlich sein. Ob wir es nun Hartz IV und 1-Euro-Jobs nennen oder solidarisches Grundeinkommen. Ja, klar klingt solidarisches Grundeinkommen besser, aber am Ende ist das doch alter Wein in neuen Schläuchen. Für uns Grüne ist klar, in diesem Land müssen alle Menschen würdevoll leben können. Wir haben darüber gerungen, aber unsere Beschlusslage ist eindeutig. Keine Sanktionen bei Hartz IV, sondern eine Grundsicherung, von der alle Menschen würdevoll leben können. Und ich finde es richtig, dass wir deshalb als ersten Schritt die Kindergrundsicherung einführen wollen. Denn gerade Kinder haben ein Recht auf alle Chancen für ihr Leben. Und nur so werden wir die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft überwinden können. Deshalb, liebe SPD, lieber Michael Müller, lasst uns nicht nach neuen Namen für alte Konzepte suchen. Lasst uns gemeinsam mutig vorangehen und lasst uns gemeinsam für die Kindergrundsicherung kämpfen. Für uns ist nicht hinnehmbar, dass Kinder ausgeschlossen sind, weil ihre Eltern wenig Geld haben. Und deshalb drehen wir hier in Berlin alle Schrauben, die wir drehen können. Deshalb haben wir den Preis fürs Sozialticket deutlich gesenkt. Und Schülerinnen aus einkommensschwachen Familien fahren in Zukunft sogar kostenlos. Und wenn die Linke jetzt mit fahrscheinlosem ÖPNV für Menschen bis 16 Jahre kommt, dann kann das doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir Grüne dieses Thema schon lange auf dem Schirm haben. Den ÖPNV allen zugänglich zu machen, das gehört zur grünen DNA. Und damit komme ich zu einem der wichtigsten Themen hier in dieser Stadt und für uns Grüne. Das ist die saubere Mobilität. In einer wachsenden Stadt wie Berlin, da kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher. Das ist allen klar, zumindest fast allen. Und ich bin froh, dass wir mit einer grünen Regierungsbeteiligung Stadtplanung und Mobilität endlich neu denken. Deutschlandweit das erste Mobilitätsgesetz, das ist längst überfällig gewesen und wegweisend für andere Städte. Immer mehr Menschen wollen weg vom Auto und wir schaffen endlich die Rahmenbedingungen dafür. Schnell und sicher ans Ziel zu kommen, egal ob mit dem ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Rad, das muss in Berlin endlich möglich sein und dafür kämpfen wir. Und saubere Mobilität, das ist für uns nicht nur eine Frage des Ankommens, es ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Denn wer an den großen Straßen mit viel Lärm, hoher Feinstaub und NOx-Belastung wohnt, der hat ein deutlich höheres Risiko von Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. Besonders gefährdet sind dabei ältere Menschen und Kinder. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass gerade an den großen Straßen mit viel Lärm die Wohnungen dann billiger sind. Und wer wohnt dann da? Jens Spahn? Mit Sicherheit nicht. Aber liebe Leute, es ist doch nicht in Ordnung, wenn deine Eltern gut verdienen und sich die Wohnung in der ruhigen Nebenstraße leisten können. Dann hast du Glück gehabt. Aber wenn deine Eltern nicht ganz so viel Geld haben, dann kriegst du kostenlos noch Asthma obendrauf. Das werden wir nicht länger hinnehmen. Dass die Autoindustrie hier jahrelang gelogen und betrogen hat, darf weder auf dem Rücken der Verbraucherinnen ausgetragen werden, noch auf dem Rücken der Menschen, deren Gesundheit jetzt schon leidet, weil sie zum Beispiel an der Leipziger Straße wohnen. Tempo 30 an den besonders belasteten Orten ist deshalb der richtige Schritt. Ich sage euch aber auch, wenn das nicht reicht, dann sind Fahrverbote für uns kein Tabu mehr. Und dann muss die Autoindustrie, und zwar gefälligst kostenlos, ihre Schlampereien und Betrügereien nachrüsten. Das haben die sich selber eingebrockt und dann müssen sie die Suppe jetzt bitte auch selber auslöffeln. Ich erwarte von dieser Bundesregierung, dass sie hier endlich diejenigen zur Verantwortung zieht, die tatsächlich verantwortlich sind. Und weder die Menschen alleine lässt, die betrogen wurden, noch die Menschen, die die dreckigen Abgase jetzt schon den ganzen Tag einatmen müssen. Und wenn er sonst schon den ganzen Tag nichts zu tun hat, als zu meckern, wäre das vielleicht mal ein Projekt für den Herrn Gesundheitsminister. Applaus
Ich glaube, eins ist in den letzten Wochen und Monaten klar geworden. Ohne grüne Regierungsbeteiligung stagnieren die wichtigen Themen. Klimaschutz, Integration, Gerechtigkeit. Wir in Berlin dagegen machen vor, was Grün bewegen kann. Aber auch auf Bundesebene stecken wir nicht den Kopf in den Sand, sondern wir schauen nach vorne. Mit unserem Grundsatzprogrammprozess zeigen wir, dass wir nicht müde werden, die besten Lösungen für die Probleme der heutigen Zeit zu suchen. Das tut uns als Partei gut, aber ich bin der festen Überzeugung, das tut diesem ganzen Land gut. Und das sehen immer mehr Menschen genauso. Ich freue mich, dass wir so viele neue Mitglieder haben. Allein in Berlin im letzten Jahr ein Plus von über 13%. Und damit haben wir jetzt mehr als 6.500 Mitglieder. Das sind so viele wie noch nie. Und bundesweit sind es inzwischen 67.000 und mit knapp 40% haben wir von allen Parteien den höchsten Frauenanteil, bei den Neumitgliedern sogar 42,6. Ich freue mich, dass ihr da klatscht, aber ehrlich gesagt, das ist immer noch nicht die Hälfte. Da bleibt auch für uns noch eine Menge zu tun. Aber ich freue mich, dass wir auf dem Weg sind, denn auch 2018 gibt es für Feministinnen noch eine Menge zu tun. Ich bin nicht bereit, diesem gesellschaftlichen Rollback gerade zuzuschauen. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass Frauen den Mund halten sollen, sich nicht so anstellen sollen. Und wenn ein Mann einer Frau zu nahe kommt und seine dummen, sexistischen Sprüche dann als Komplimente verkaufen will, dann kann ich es nicht hinnehmen, dass diese Frau dann auch noch froh und dankbar sein soll, dass er sie attraktiv findet. Und ich kann nicht akzeptieren, dass es dann zu oft nicht nur bei dummen Sprüchen bleibt und dass es immer noch Männer gibt und immer noch viel zu viele, die denken, es wäre okay, sich bei Frauen zu nehmen, was sie wollen. MeToo, das war ein starkes Zeichen, weil endlich deutlich wurde, wie weit verbreitet Diskriminierung und Übergriffe gegen Frauen auch heute noch sind. Dagegen zu kämpfen und für Frauenrechte einzustehen, bleibt also auch im 21. Jahrhundert noch unsere Aufgabe. Und auch dieser Kampf gehört zu unserer grünen DNA. Wir werden erst dann Ruhe geben, wenn wir echte Gleichberechtigung erreicht haben. Liebe Leute, Gleichberechtigung, das bedeutet für mich aber auch, dass alle Menschen in dieser Stadt gleich sicher sind. Diese Woche haben wir wieder gesehen, dass das nicht der Fall ist. Der antisemitische Angriff am Helmholtzplatz hat mich zutiefst erschüttert. Ich kann und ich will nicht hinnehmen, dass das Tragen einer Kippa in unserer Stadt dazu führt, dass Menschen geschlagen werden. Ich weiß, wir alle verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste. Und wir kämpfen gegen jede Form von Antisemitismus. Deshalb sehr froh, dass wir die Ersten sind, die einen Senator für Antidiskriminierung stellen. Und im aktuellen Doppelhaushalt haben wir einen Schwerpunkt gelegt auf Prävention und Arbeit gegen Antisemitismus. Aber wir dürfen und wir werden uns darauf nicht ausruhen. Wir werden ein Zeichen setzen. Wir gehen am Mittwoch auf die Straße und wir werden weiterkämpfen. Wir werden alles dafür tun, dass Antisemitismus in dieser Stadt hier keinen Platz hat. Antisemitismus und Diskriminierung, Antidiskriminierung, ob Feminismus, Klimaschutz, Integration, soziale Gerechtigkeit. Grün macht den Unterschied. Berlin, Berlin grünt an vielen Ecken und Enden. Lasst uns weiter gemeinsam dafür kämpfen, dass ganz Berlin noch grüner wird, damit alle Menschen hier sicher und gesund leben können, damit alle Menschen hier eine Lebensgrundlage haben, von der sie auch wirklich leben können. Und damit alle Menschen hier teilhaben können. Dafür kämpfen wir im Senat. Dafür kämpfen wir in der Abgeordnetenhausfraktion. Und wir hier in der Partei kämpfen dafür alle, gemeinsam mit euch zusammen. Vielen Dank.